Bauland von einer Privatperson zu kaufen, kann lukrativ sein, vor allem wenn man ein Baugrundstück findet, das einen angemessenen Preis hat, den man sich auch noch leisten kann, der so ist vielleicht, dass man drauf sogar noch einen Ankauf eines Baugrundstückes von einer Privatperson besonders zu beachten ist. Darum geht es in meinem neuen Video. Hallo, mein Name ist Dr. Dan Katzlinger. Ich bin Rechtsanwalt und ich helfe Käufern von Immobilien und Baugrundstücken, teure Fehler beim Ankauf der Immobilien zu vermeiden. Bevor wir losstarten, solltest du das Video sehen, aber den Kanal noch nicht abonniert haben, dann nimm dir jetzt kurz die Zeit, abonniere den Kanal und du verpasst keine interessanten Videos zum Immobilienrecht. Beim Kauf eines Baugrundstückes gibt es vieles zu beachten. Das erste, was man auf jeden Fall beachten sollte, ist die Widmung. Ein Baugrundstück sollte idealerweise als Bauland gewidmet sein. Da gibt es unterschiedlichste Widmungen, aber die Widmung muss mir ermöglichen, das zu bauen, was auch immer ich dort vorhabe zu bauen. Sei es ein Einfamilienhaus, sei es ein größeres Wohnprojekt, sei es eine gewerbliche Einheit oder auch ein Heustadel. Auf alle Fälle, die Widmung muss damit zusammenpassen mit dem, was ich kaufen will. Da muss man sich davor informieren. Idealerweise hat man dafür schon offizielle Unterlagen von der Gemeinde oder einen Auszug aus dem Flächenwidmungsplan. Ein weiterer Aspekt, den man nicht vergessen darf, ist der, dass häufig Grundstücke verkauft werden, die es noch gar nicht offiziell gibt, die also noch nicht vermessen sind oder abgetrennt werden. Das kommt zum Beispiel oft vor, wenn größere Felder umgewidmet werden von Freiland auf Bauland und dann einzelne Parzellen unterteilt werden und die Parzellen werden verkauft, dann brauche ich dafür einen Vermessungsplan. Dieser Vermessungsplan und die Durchführung beim Grundbuch ist natürlich mit Kosten verbunden und da sollte ich mit dem Verkäufer eine Einigung finden, wer diese Kosten zu welchem Anteil vielleicht trägt. Bei Grundstücken, die übrigens so parzelliert werden, ist ein weiteres Thema immer die Zufahrt, weil es meistens so ist, dass ich über ein fremdes Grundstück drüber fahren muss, um in mein eigenes Grundstück, auf mein eigenes Grundstück zu kommen. Da brauche ich einen entsprechenden Dienstbarkeitsvertrag und der sollte natürlich alles berücksichtigen, was ich in Zukunft mit diesem Grundstück vorhabe. Da gibt es eine Falle, die immer wieder zuschnappt. Das ist nämlich die, dass das Zufahrtsrecht für ein Einfamilienhaus eingetragen wird, aber später dann dort ein Mehrfamilienhaus gebaut wird, dann ist das eine Erweiterung der Dienstbarkeit, eine Ausdehnung, die ist grundsätzlich unzulässig. Ich brauche also dann die Zustimmung des Grundstückseigentümers, über den mein Fahrrecht geht. Ein Aspekt, der beim Bauen ruinös teuer werden kann, ist der der Altlasten und Kontaminationen. Man muss also sich zusichern lassen, auch von einer Privatperson, dass das Grundstück nicht kontaminiert ist mit irgendwelchen Altlasten, denn das macht die Entsorgung natürlich extrem teuer und das sind unvorhergesehene Kosten, die dann beim Bau meistens nicht einkalkuliert wurden und das Ganze zum Scheitern bringen können. Hier empfiehlt es sich, dass man eine ausdrückliche Zusage einbaut, die den Verkäufer dann verpflichten würde, die Kosten zu tragen, die Mehrkosten für die Entsorgung kontaminierten Erdreiches. Es gibt zusätzlich einen Altlastenkataster, den man einsehen kann und dann kann man genau sehen, ob dieses Grundstück möglicherweise gefährdet ist für Altlasten und Kontaminationen oder eher nicht. In jedem Fall bewirkt die Klausel aber, dass der Verkäufer aktiv darüber nachdenkt, was eigentlich auf dem Grundstück bisher schon passiert ist. Also immer wieder kommt es vor, dass auf dem Grundstück vor langer Zeit irgendwelche Gebäude waren und die Grundmauern noch da sind. Das kann also auch zu Mehrkosten führen beim Bau, auch wenn die vielleicht nicht ins Gewicht fallen, aber man weiß ja nicht, was in diesen Grundmauern geschehen ist. Und wenn dort zum Beispiel ein alter Öltank liegt und der vielleicht leck ist, dann habe ich kontaminiertes Erdreich. Enorme Kosten und dagegen muss man sich möglichst weitgehend absichern. Der Kauf von Baugrundstücken ist immer wieder eine spannende Sache. Wenn du Fragen oder Anmerkungen dazu hast, schreib mir einen Kommentar oder eine Nachricht. Wenn du keine weiteren Videos verpassen willst, abonniere den YouTube-Kanal und wenn dir das Video gefallen hat, gib mir einen Daumen hoch. Bis zum nächsten Mal, dein Dan.